Hallo, Herr Kühlewein. Das ist ja schön, dass mal wieder geklappt hat. Herr Ellermann, ich grüße Sie. Wollen wir einen Kaffee trinken? Ja, unbedingt. Ich muss mit Ihnen über die nächste Welle nach der Server-Virtualisierung sprechen, das Software-Defined Data Center. Okay, das klingt spannend. Software-Defined Data Center. Sagen Sie, was genau soll denn das sein? Danke. Na, Herr Ellermann, mit der Server-Virtualisierung haben wir ja die Rechenleistung unabhängig gemacht von der Hardware. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und machen das Gleiche mit den Netzwerken und dem Storage. Also jetzt wird alles unabhängig von Hardware? Richtig, es entsteht eine einheitliche Rechenzentrumsplattform, in der Abhängigkeiten zwischen Hardware und Software komplett aufgelöst werden. Na, das müssen wir nochmal genauer erklären. Also Sie sagen, das ist jetzt von der Hardware unabhängig, das ist ja schon ziemlich neu. Herr Ellermann, das ist nicht neu. Das ist die nächste Revolution in der IT-Welt, weil alle Rechenzentrumsleistungen, egal ob die Rechenleistung selbst, Storage, Netzwerk, Verfügbarkeit, Sicherheit, die werden in Software bereitgestellt und über eine sehr intelligente Software verwaltet. Gut, aber Maschinen brauche ich schon noch. Sie brauchen die Physik nach wie vor, aber alle Abhängigkeiten, die es heute noch gibt zwischen Hard- und Software, werden aufgelöst und dadurch entsteht eine sehr schnelle IT, komplett automatisiert und grenzenlos verfügbar. Okay, das ist das, was uns immer mit der Cloud versprochen wurde, oder? Das ist genau der Weg zur Cloud. Gibt es denn schon Kunden für die Software-Defined Data Center oder wer wären die Kunden? Naja, Herr Ellermann, das Schöne ist, das betrifft natürlich alle unsere Kunden. Wir haben unseren Kunden das Versprechen gegeben, sie auf der Reise in eine neue Ära der IT, das Cloud Computing, zu begleiten. Und ob wir heute mit einer T-Systems sprechen, mit einem deutschen Reisebüro oder der Lufthansa, es betrifft alle unsere Kunden. Okay, jetzt haben Sie aber eher große genannt. Ist das für einen Mittelstand denn auch relevant? Selbstverständlich, das gilt genauso für all unsere treuen Mittelstandskunden. Und es wird uns sehr viel Spaß machen, alle unsere Kunden eben auf dieser Reise in die Cloud weiter zu begleiten. Also Größe ist irrelevant? Absolut. In dieser Welt der Virtualisierung sind Sie ja nicht ganz allein. Wen gibt es da noch? Wen würden Sie als einen Konkurrenten sehen? Gut, ich glaube, das wissen Sie auch. Da gibt es jetzt ein Unternehmen aus Redmond, der schon seit 10 Jahren versucht, in der Server-Virtualisierung Fuß zu fassen. Ja. Als Beispiel, Software-Defined Data Center, und deswegen arbeite ich auch so gern bei VMware, ist einfach mal wieder ein Schritt von VMware, wo man über Innovation einen Weg geht, um sich einfach dem Wettbewerb zu entziehen. Und es gibt Teilbereiche, aber in der Ganzheitlichkeit unserer Lösung sehe ich heute keinen Wettbewerber. Okay, auch Redmond kann ich mithalten, die sind nur in einem Teilbereich gut. Die letzten 10 Jahre konnten sie nicht mithalten, ich glaube, das wird so bleiben. Wenn ich jetzt mehr wissen möchte über Software Defined Data Center, wo kann ich mehr erfahren? Also der nächste logische Schritt wäre, auf unsere Website zu gehen. Dort haben wir einen ganz neuen Bereich eingerichtet, speziell zum Thema Software Defined Data Center. Dort sind alle Informationen hinterlegt und unsere Partner und Kunden können sich wunderbar informieren. Und wenn ich jemanden direkt haben möchte, der es mir erklärt? Dann entweder zur Vertriebsmannschaft von VMware oder unseren vielzähligen Partnern. Ich denke, VMware ist einschlägig bekannt und man weiß, wo man uns findet. Vielen Dank.